So, und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Neue Route finden. Wir sind gerade von der Fähre runter. Route neu berechnen. Und wir haben es jetzt 10 Uhr morgens. Biege nach rechts ab. Und ihr seht, wir haben englischen Boden erreicht. Demnächst links abbiegen. Jetzt heißt es, unfallfrei beim Kunden anzukommen. Aber auch das sollten wir hinbekommen. Ja, ich hatte zuerst so ein bisschen Probleme, meinen 1,40er Spielstand zum Laufen zu bekommen. Aber wie ihr seht, habe ich jetzt ja es hinbekommen, dass das Spiel wieder läuft. Auch wenn wir aktuell wieder ein bisschen ruckelig unterwegs sind. Bitte links halten. Aber das ist so ein Mysterium. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Darum gehen wir wieder nach dem Abkreisverkehr, Motto: zweite Ausfahrt nehmen. Wer sie findet, darf sie behalten. Diese Ausfahrt. Konzentrieren hier, damit wir hier nichts falsch machen. Ja, wenn ich beim Kunden leer bin, soll ich mich melden. Und das werde ich tun. Und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Wir sind jetzt auf einem Freitag unterwegs. Ich hoffe ja mal, dass es irgendwie noch wieder ein bisschen Richtung Festland geht. Dass ich da dann mal ein Wochenende machen kann. Wir werden sehen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Auch wenn ich jetzt schon ein paar Mal hier Bitte war, rechts aber halten. da kommt einer, der hält aber an. Weiter geht die wilde Fahrt. Aber das hatten wir ja schon mal, dass wir zu Anfang des Videos in gewissen Abständen diese Ruckler hatten. Und danach waren sie weg. Wie gesagt, ich habe mittlerweile keine Ahnung, woran es liegt. Alles Mögliche ausprobiert.
Ich würde mich damit jetzt auch wirklich nicht mehr weiter beschäftigen, weil das ist wirklich vergebene Lebensmühe. Und für alle die, die jetzt unter das Video schreiben, es ruckelt aber sehr. Ich weiß es. Aber ihr kennt meine anderen Videos. Und da wisst ihr, dass es eigentlich nicht so ist. Aber jetzt genießen wir erstmal das schöne englische Land. Bitte rechts halten. Diese Kreisverkehre werde ich auch nie verstehen. Na, der Weiße hier, der musste aber eben auch ganz gut bremsen. Hat wohl ein bisschen geträumt, wa? Wieder gemütlich dahin cruisen. Ja, 14 Minuten haben wir noch, dann sind wir da. Das ging dann schon mal relativ fix. Und dann mal schauen, was die als nächstes für uns dann haben. Und ob ich direkt da wieder laden kann oder ob ich noch ein Stückchen woanders hinfahren muss. Musst du dich aber auch erstmal dran gewöhnen, dass du hier auf dem Motorway unterwegs bist und dann auf einmal zack, roundabout und Ampeln. Warum müssen die eigentlich erst sich im inneren Kreis einordnen, um dann doch noch nach draußen rauszufahren? Demnächst links ab. Sachen, die ich nie verstehen werde. Biege nach links ab. Immer geradeaus.
Ein bisschen Bitte links halten. gucken, wo wir hier jetzt hin müssen. Du willst da lang, okay. Endlich, wir sind da. Ja, mir wurde auch schon gleich mitgeteilt, wenn ich hier ankomme, soll ich mich erstmal auf die Parkposition stellen. Hatten Sie mir auch gleich gesagt, wo die ist. Dann tun wir das doch mal. So. So, dann sind wir hier schon mal angekommen. Dann will ich da mal eben reinlatschen. Wo hier ist da? Da war der Eingang eben, ne? Jo. Dann latsche ich da mal eben rein und werde das mal alles abklären, wie es dann weitergeht. Also bis gleich. So, das ist alles wieder zu. Dann können wir uns ja wieder auf den Weg machen. Ich konnte hier gleich wieder laden. So, jetzt aber Licht ist an. Halt, du kommst von rechts. Okay, lass uns eine neu berechnen. Biege nach rechts ab. Du bist auch so eine Kaspernase. Wir haben jetzt Altverpackungen drauf. Und die bringen wir nach Dänemark. Wenn ich das noch richtig gelesen habe auf die Papieren. Haben wir also kein allzu langes Gastspiel in England gehabt? Ja, aufregend wird die Strecke jetzt nicht sein, weil wir fahren jetzt nämlich wieder ziemlich die gleiche Strecke zurück, die wir gekommen sind, weil es geht wieder zum Fährhafen und von da aus geht es dann rüber zum Europort. Und dann gucken wir mal, wie lange wir dann noch so fahren dürfen.
jeden Fall waren die eben super nett bei der Abladestelle. Ich brauchte wirklich nichts machen. Die haben den komplett selbst entladen. Und man kennt es ja, dass man dann bei manchen Logistikunternehmen selber dann noch anpacken muss. Aber ja, die haben. Ja, du bist auch so ein Held. Ich habe nur Altverpackungen an Bord. Du Menschenleben. Links halten und dann links abbiegen. Wo war ich stehen geblieben? Oh, die meinten zu mir, ich soll mich dann ruhig in die Fahrerlounge reinsetzen. Einen Tee trinken. Und sie melden sich, wenn sie fertig sind. Bitte links halten. Ich habe in der Zeit dann die Dispo angerufen. Und habe denen mitgeteilt, dass ich bald leer bin. Und da meinten sie dann, jo, die wissen schon Bescheid, weil du kriegst da auch direkt gleich wieder erneut aufgeladen. Ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, Altverpackung ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingstransportgut. Weil danach hast du dann mit dem Auflieger sauber machen erstmal noch richtig zu tun. Weil wenn da mal irgendwie was nicht so richtig fest ist, beziehungsweise wenn es dann Pappe ist oder Papier, oder Kunststoff, da ist ja dann doch mal irgendwo in so einem Ballen, löst sich dann doch mal was und das hast du dann überall in den Ecken im Auflieger und ja, ne. Ist halt nicht so das Prickelnde. Muss aber auch gefahren werden, also. Links halten und dann links abbiegen. Jammern wir hier jetzt nicht groß rum, sondern freuen uns, dass wir wieder nach links ab. Aus Festland kommen. Bitte links halten. Nimm diese Ausfahrt. Ein bisschen tricky hier auf dem Motorway aufzufahren, wenn du auf den rechten Spiegel gucken musst. Wann wir drüben sind und wie es dann noch aussieht mit Schichtzeit, weil Fahrzeit werden wir noch genug haben, aber halt die Schichtzeit ist dann halt das Problem, was wir heute haben werden. Mal gucken, vielleicht werde ich sogar noch Samstag fahren.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Dass wir das Zeug halt noch wegkriegen. Die fahren sich hier in Stiefel zusammen, das ist schon nicht mehr feierlich. Und ich bin viel zu schnell. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ah, hier geht's zum Fährhafen. Route neu berechnen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das gleich mal hier alles klar. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Und wir sehen uns dann, wenn wir wieder drüben auf dem Festland sind. Also, neue Route finden. Dann bis gleich. Machen Sie eine Kehrtwende. Ja, und damit wieder willkommen zurück. Ja, ihr habt nichts verpasst. Demnächst rechts abbiegen. Wir sind gerade aus dem Fährhafen raus. Biege nach rechts ab. Und ihr seht, es ist dunkel. Haben wir also jetzt mal so einen kleinen Nightfly damit da mit dabei. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hab mich auch schon mit der Dispo unterhalten, wie es so aussieht, und die haben mir dann auch schon mitgeteilt, ich soll, wenn ich meinen Parkplatz erreicht habe, nur mal gucken, wie weit es dann noch ist, ob ich das morgen schaffen würde. Wenn ja, kann ich ruhig morgen noch fahren. Wenn ich es aber morgen nicht schaffen sollte, dann soll ich halt da stehen bleiben und Montag dann weiterfahren. Biege nach rechts ab. Also mal schauen. Links halten und dann links abbiegen. Wie es denn gleich aussieht, wenn wir unseren Parkplatz erreicht haben. Unserem kleinen England-Abenteuer bin ich froh, dass wir wieder den Rechtsverkehr haben. Und in Holland halten wir uns wieder schön an die 80. Fiel mir gerade noch wieder ein. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Oh, schön die 80 wieder einloggen. Oh, ist schon lange her, dass wir mal im Dunkeln gefahren sind, glaube ich, oder? Das ist aber stellenweise auch gerade dunkel wie im Bärenpopo. Also, ich war kurz im Überlegen, ob ich Licht an habe, aber ja, es ist an. Das sind so Sachen, die mag ich auch nicht so gerne. Wenn du Fährfahrten dazwischen hast. Das kannst du zwar auch alles immer noch mit Pause und allem drum und dran regeln, aber es ist dennoch nervig. Dann lieber, dass du wirklich so in eins durchfahren kannst. Also langsam werde ich nämlich auch echt müde. War jetzt auch schon ein langer Tag. Immer geradeaus. Auch wenn ich nicht viel gefahren bin, reine Fahrzeit haben wir jetzt was über 6 Stunden. Aber jetzt eben die 6 Stunden Fähre noch. Wie gesagt, Fahrzeit haben wir noch genug. Was uns halt davon läuft, ist die Arbeitszeit. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Darum bin ich auch gleich ganz froh, wenn wir dann den Parkplatz erreicht haben und ich für heute Matratzenhorchdienst machen kann. Da kommt auch schon unser Tagesziel. Schön Auswahl hier oben. Stellen wir uns gleich ganz nach vorne, weil dann haben wir schön die Pool Position. Wir können noch mal ein bisschen den Auflieger ein bisschen gerader hinstellen. Noch ein Stück vor. Ja. So passt das doch schon ganz gut. Dann machen wir die Hütte mal aus. So, und für alle die, die mir jetzt in die Kommentare geschrieben haben, dass die Promods für die 1.41 draußen ist,
Ich weiß es, weil wir sind gerade auf der 141 gefahren. Aber ich hatte ja zu Anfang erwähnt, dass ich Probleme hatte, meinen 140er Spielstand zu starten, weil da ist mir das Game nämlich andauernd abgeschmiert. Und somit habe ich dann hochgepatcht, habe mir die neue Pro-Mods draufgezogen, habe mir meine Tour wieder zurechtgebastelt. Jo, und somit haben wir jetzt die erste Fahrt auf der 141 gemacht. Weil, sieht man hier am Menü, das ist die 141, weil hier Convoys. Ist natürlich jetzt ausgegraut, weil Mods drin sind. Aber hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Thank you.